Ich grüße euch. Heute zeige ich euch Flames und Doppelflames und wie ihr dadurch coole Breaks erzeugen könnt. Coole, besondere Special-Rhythmen mit großen Wirbeleffekten. Und zwar geht es folgendermaßen. Flame bedeutet, dass du deine Hände kurz nacheinander auf die Trommel schlägst. Bei mir ist es zuerst die Nebenhand, die kommt zuerst und dann die Haupthand. In diesem Fall jetzt. Also. Und hörst du, dadurch hast du so, klingt das. Brit, brit. Das ist der erste Schritt. Und wenn du das hast, dann machst du mal zum Beispiel mit deiner Nebenhand zwei Schläge. Also, Nebenhand, Haupthand, Nebenhand. Und der erste ist ein Flame, das heißt, verzögert. Und das kannst du jetzt irgendwo einbauen in deine Rhythmen. Yes, genau. So, noch ein paar andere Varianten sind zum Beispiel. Wenn du dieses Muster für dich, dich damit vertraut machst, ja, mit deiner Nebenhand zwei Schläge, mit der Haupthand ein, mit der Nebenhand der erste ist ein Flame, darauf kannst du schön aufbauen. Ich habe es auch mit der Haupthand Doppelschläge gemacht. Das kann man auch hin und her wechseln. Zum Beispiel so. Also erst Nebenhand Doppelschlag und Flame. Und dann das Ganze umgedreht. Haupthand Doppelschlag und Flame. Nochmal abwechselnd Nebenhand Haupthand. Das gilt als Übung, das würde ich nicht ganz so starr sehen. Ich möchte dich einfach dazu anregen, wie du coole Breaks, coole Sachen hinbekommst, ohne einen fetten Wirbel zu machen, sondern indem du einfach nur einen Doppelschlag machst. Das klingt manchmal wie ein Wirbel. Ist es aber gar nicht, es ist nur ein Flame. Und das ist schon ziemlich cool. Also wünsche ich dir erstmal damit viel Spaß. Ich werde es zum Schluss noch ein bisschen damit rumspielen, für dich als Inspiration. Viel Spaß wünsche ich dir. Mein Name ist Ingo Gutmann.